Nachdenkseiten. Die kritische Website. Sofortige Freilassung von Julian Assange. Was wurde aus der Wahlkampfforderung von Frau Baerbock? Von Florian Warwick. Als Kanzlerkandidatin forderte Annalena Baerbock im September 2021 noch sehr explizit und öffentlich die sofortige Freilassung von Julian Assange. Doch seit Amtsantritt als Außenministerin am 8. Dezember 2021 hörte man von ihr in der Angelegenheit nichts mehr. Die Nachdenkseiten nahmen ihr zweijähriges Amtsjubiläum zum Anlass, auf der BPK, auf der Bundespressekonferenz, nachzufragen, was die oberste deutsche Diplomatin bisher an konkreten Schritten unternommen hat, um ihrer damaligen Forderung, den Wertepartnern in London und Washington Nachdruck zu verleihen. Auch wollten die Nachdenkseiten wissen, ob der Kanzler Olaf Scholz Julian Assange als politischen Gefangenen betrachtet. Zitat: Aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention im Umgang mit Julian Assange, allen voran gegen das Verbot von Folter, Artikel 3, gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 5, gegen das Recht auf ein faires Verfahren, Artikel 6 und gegen das Recht, keine Strafe ohne Gesetz zu erhalten, Artikel 7, schließen wir uns der Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 27. Januar 2020 sowie dem Appell des UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer an und fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange. So lautete die Antwort von Annalena Baerbock in der Hochphase des Wahlkampfs am 14. September 2021 auf dem Portal Abgeordnetenwatch hinsichtlich der Frage, wie sie zum Fall Assange stände. Knapp drei Monate später, am 8. Dezember 2021, trat Annalena Baerbock ihr Amt als Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland an. Das ist nun genau zwei Jahre her. Ein guter Anlass, um auf der Pressekonferenz eine Halbzeitbilanz der bisherigen konkreten Bemühungen zur Umsetzung ihrer damaligen Forderung abzufragen. Die Nachdenkseiten nutzten zudem die Gelegenheit, um zu erfahren, wie Kanzler Olaf Scholz, der sich bisher noch gar nicht zu der Thematik geäußert hat, die Veröffentlichungen von Julian Assange zu US-Kriegsverbrechen und seine mittlerweile über 1700 Tage andauernde Inhaftierung in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis, in dem er laut UN-Angaben Folter unterliegt, bewertet. Herr Fischer, Frau Baerbock hatte im Wahlkampf 21 sehr öffentlich und auch sehr explizit die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert. Jetzt haben wir ja jetzt diesen Monat am 8. Dezember das zweijährige Jubiläum von Frau Baerbock als Außenministerin. Könnten Sie kurz so eine Zwischenbilanz ziehen, was Frau Baerbock in den letzten zwei Jahren an konkreten Schritten gemacht hat, um dieser damaligen Forderung nach der sofortigen Freilassung entsprechend Nachdruck zu verleihen bei den Partnern in Washington und London? Naja, Sie können sicher sein, dass, und das haben wir hier auch schon gelegentlich gesagt, dass Frau Baerbock das Thema regelmäßig angesprochen hat. Und was sie dazu gesagt hat, gilt natürlich weiterhin. Nachfrage. Ja, aber meine Frage war ja nach konkreten Schritten in den letzten zwei Jahren, ob Sie die kurz aufzählen könnten. Naja, wir haben das Thema mit unseren Partnerinnen und Partnern in Großbritannien und in den USA regelmäßig auf den verschiedensten Ebenen aufgenommen. Aber es läuft gleichzeitig ja noch ein Gerichtsprozess vor den unabhängigen britischen Gerichten, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Und sozusagen die Unabhängigkeit dieser Gerichte müssen wir respektieren. Wir haben ein anderes Verständnis von Pressefreiheit, als das in den USA definiert würde. Bei uns wären die Dinge, die Herr Assange getan hat, nicht strafbewehrt, das ist in den USA anders. Damit gehen wir um und auf dieser Grundlage treten wir in das Gespräch mit unseren Partnern ein. Und das hat die Außenministerin regelmäßig getan. Aber sozusagen, dass der Gerichtsprozess noch läuft, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Herr Hebestreit, nur zum grundsätzlichen Verständnis, was die Perspektive des Kanzlers im Fall von Julian Assange angeht. Sieht er die Veröffentlichung von ihm über US-Kriegsverbrechen als relevant für die Öffentlichkeit an und betrachtet er ihn als politischen Gefangenen? Dazu hat sich der Bundeskanzler meines Wissens nie eingelassen und das werde ich von dieser Stelle auch nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass an uns eine solche Einschätzung vorzunehmen. So, dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.